Liebe Julis, wir stehen hier vor der Stadthalle in Oberursel, wo gerade der FDP-Landesvorstand getagt hat. Mir ist wichtig, dass wir eben da auch klare Kante zeigen, zur FDP hin und da neue Impulse setzen bei unseren Kernthemen wie Bürgerrechte, wie Wirtschaftspolitik, aber eben auch zur thematischen Verbreiterung. Ich glaube, es bringt nichts, da 1000 Punkte ansprechen zu wollen, sondern man muss dort klare Schwerpunkte setzen. Das möchte ich mit euch gemeinsam tun. Und da ist es, finde ich, auch wichtig, dass wir unser Verständnis in der Regierung ausgehend von unserem Lebensgefühl Freiheit neu definieren, wie wir kritisch diese Regierung antreiben wollen in allen Bereichen, aber eben mit gezielten Schwerpunkten und wie wir es dann eben auch schaffen, selbst Agenda-Setting zu betreiben, dass wir unsere Themen eben auch in das Regierungshandeln reinbringen und dass wir klar sagen, wir wollen zukunftsorientiert gestalten, nicht nur kritisieren, was in der Vergangenheit schlecht gelaufen ist, sondern das gestalten, was in Zukunft an Themen auf der Agenda steht.